Habe ich jetzt nicht genau im Blick. Vielleicht kriegen wir die Dingens ja fertig. Huch. Fuck. Beim Nachgucken habe ich mich auch ein bisschen gespoilert. In New York City gibt es nur 2 Missionen. Und dann kommen wir auch schon in die nächste... mein Gott, nun nimm doch. Dann kommen wir in die nächste Stadt oder nächste Teilgebiet von Seifenfilter. Und... ja. So, dann würde ich nämlich... den da oben als erstes gerne machen. Und einmal... so tun. Dann haben wir ja noch so einen Übeltöter, oder? Irgendwo. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Ich hab kein Ziel, angeblich. Ja, gut. Ja, genau! Jetzt kommst du, Arsch, oder was? Nein. Kommst du her? Bleib stehen. So, dann schieße ich halt in die Beine rein. Mein Gott. Oh Mann. Okay, ich gucke hier vorher nochmal, ob hier vielleicht irgendwas noch was liegt oder... nein, tut's nicht. Okay. Da ist jetzt ein bisschen unfair. Ach komm schon, ich kann doch nicht schon hier drauf gehen, Mann. Wie viele Leute kommen denn da? Ey, sowas hasse ich. Dass diese Spackos da einfach nochmal neu spawnen und du einfach ganz normal da hochlaufen willst und du bist einfach am Arsch. So, Kampfgewehr, her damit. Ah ne, Kampfgewehr ist auch ein bisschen doof. Ich werd mal auf Silence gehen, mal gucken, ob das hilft. Jetzt hänge ich hier schon wieder. Zum Glück ist der Laufweg nicht allzu leid. Ist zwar auch ein bisschen nervig, aber hey. Wenn die Steuerung nicht so ein bisschen schwerfällig wäre. Ah, ja, okay. Die treffen mich halt auch. Vor allem, warum geht ein... weißt, die kann ich halt nur mit Kopfschuss ausschalten, aber die ballern auf mich ein und können mich halt trotz Dingens halt komplett einfach mal niedermachen. Finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Aber naja, gut. Museum, Stuff Only. So, auf ein neues. Und hopp. Vor allem, ich sterb gerade immer schon die ganze Zeit vor dem Ziel, ne? Also, wir sollen nur da hochgehen. Und das war's dann schon. Für die Mission. Und dann kommen wir in eine andere Mission rein. Und dann war es auch mit New York City soweit. So. Ich kann auch denn... hä? Wo ist er hin? Sei jetzt nicht, der Spacko ist schon wieder runtergefallen. Jo, der Spacko ist runtergefallen. So, wo ist der Spacko? Ja, natürlich. Er sitzt natürlich auch... tot, sehr schön. So blöd, dass ich ihn nicht treffe. So, runter. Triggern. Und hoch. Komm, Greg, gib. Komm. Los. Hinter der Deckung. So, hat. Oh. Hallo. Leute, die Kiste habe ich eben gerade. Eisfeld K3G4. Was ist das? Nein. Oh. Sturmgewehr. Abgesägte Sturmgewehr. Na. Was ist denn du hier vorne, Mann? So, zack. Headshot, Alter. Und da hinten ist der andere Bubi. So, zack. Geht doch. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich da ganz normal jetzt easy peasy hochlaufen kann. Oh, und die haben natürlich so viele Schusswesten, Mann, die ich natürlich nicht mehr brauche. So, zack. 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 Und hopp. Ja, das ist ein bisschen offensichtlich, dass man da so hoch muss. Ach, komm schon. Alter, ich hab da auf ein ganzes Magazin auf den reingeballert. Eieiei. So. Cutscene, glaube ich. Leon, ich bin drin. Was gibt's? Ich hab sie, in der Dinosaurier-Ausstellung. Du musst verhindern, dass Mara ihn tötet. Nur Fagin weiß, wo das Virus produziert wird. Und nur Mara weiß, wo Römers Basis ist. Ich finde eine Lösung. Genau. Und ich würde sagen, auf geht's. Spiel speichern. Jawohl, Alter, auf geht's. Datei überschreiben, ja. Dankeschön dafür.
Okay, auf geht's in Dino-Ausstellungsraum. New York City, Dinorama-Ausstellungszentrum. Nachricht von Lian. Amaroth verhört Pagan in der Nähe der Dinosaurier-Ausstellung. Mein Empfang wird immer schlechter, aber sie sagt ständig was über Cypherfilter. Wir brauchen Informationen, sowohl von Amaroth als auch von Pagan. Du musst verhindern, dass Amaroth Pagan umbringt, ohne sie dabei zu töten. Der Eingang zur Dinosaurier-Ausstellung ist in der Haupthalle, wo der Empfang war. Wie komme ich dorthin? Weiß nicht. Ich schau mal, ob es einen anderen Weg nach unten gibt. Auch so eine super... Super Antwort. Wie komme ich denn? Ja, keine Ahnung. Mach den Kopf. So, habe ich eine Karte? Ja, hab ich. Das heißt, Sicherheitsraum, Halle, Dinosaurier und da hinten. Sicherheitskartenschlüssel suchen, Aramov und Pagan Lehn schnappen. Ja, gut. Ach, wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Alter, Mann, ich werd schwach. Ah, okay. Ich muss gar nicht mit einem Headshot agieren. So, zack. Habe ich gerade festgestellt. Na komm. Na komm. So, weil die kippen nach einer Zeit auch rum. Das Problem ist halt, ich krieg dadurch halt keine Dingens. Keine Schutzweste. Das ist ein bisschen doof. Aber na gut, egal. Na, gib mir die Schutzweste. Ja, ja, ich hab die gekriegt. Jawohl, Alter. So, kugelsichere Weste. Die spare ich mir mal auf. Haben wir noch? Da, das Ding nehmen wir noch mit. Okay, geht nicht. Wir nehmen die jetzt mal. Keine Ahnung, wie gut das Ding jetzt ist. No, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Na komm. So, da gehen wir jetzt mal rein. So, moin. Machen wir jetzt. So, moin. Auf geht's. Tür auf. Ibims. Ein Gabe Logan. Du bist jetzt über der Halle. Aber ich kann auf den Plänen keinen Weg nach unten finden. Ich denk mir was aus. Kann er nicht einfach in Wasser springen? Nee, oh. Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da... Nope. Nope. Komme ich hier nicht rüber gesprungen, oder was? Weil ich habe jetzt gedacht, dass ich da irgendwie reinspringen kann. Über ein Gelände? Nee, über ein Gelände geht nicht. Geh doch rüber da! Da kann man doch rauf, oder nicht? Weil ich bezweifle, dass ich die ganzen Dinge jetzt abschießen muss. Die Ballons abschießen ist Schwachsinn, weil ich dachte, man kommt hier halt hier rauf und dann kann man sich runterpuren. Da. Nee, da kommt. Nee, da fällt er nicht runter. Das ist ein bisschen doof. Ah. Da, nee, da geht's auch nicht. Muss doch hier irgendwie runterpurzeln können, Mann. Das gibt's doch ja nicht. Warte mal, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, ob da denn die Dingens auf ist? Die andere Tür? Wäre zumindest... Okay, da komme ich nicht weiter. Und da wird wahrscheinlich zu sein, weil die habe ich noch gar nicht probiert. Ja, die war klar, dass die zu ist. Ah ne, von da kam ich ja. Stimmt ja. Das heißt, ich muss da halt runterfallen. ETF? Da haben wir noch einen PC. Ist okay. Aber Moment mal. Ich werde mal die kugelsichere Weste mitnehmen, weil ich komme hundertprozentig hier nicht mehr hin. Das heißt, ich werde die Weste mitnehmen und fertig. So. Auf geht's. Ich frage mich aber, wie ich da runterkomme. Ah, Moment mal. Ich sollte auch mal nach oben gucken. Okay. Oben ist einfach nur schwarz. Ich komme auch nicht an so einen Stahlträger ran, ne? Ha. Ha, 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 ha. Gute Frage. Pistole... Taser? Taser. Super, der Taser macht halt auch nichts. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, da die ganzen Ballons da hier kaputt zu machen. Das ist doch irgendwie ein Netz, Mann. Das muss doch...
Ich muss doch irgendwie hier runterfallen können. Vorzugsweise irgendwie an der Seite runter. Das gibt's doch ja fast gar nicht. Dass ich hier schon hier festhänge, Mann. Ich will nicht nachgucken, Mann. Er ist halt doof. Ich bin für das Spiel irgendwie gerade echt zu blöde. Ja, ich werde mal nachgucken, wie ich da runterkomme. Ansonsten ist es ja dumm, wenn ich da umherstehe. Also, gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ey, das ist so lächerlich. Ich habe hier die ganze Zeit Dingens gedrückt, ne? Er wollte da nicht ranspringen. Also, es war schon klar, dass ich da irgendwie runterfallen muss. Aber, dass er da nicht rangesprungen ist, ja gut. Egal. Und los. Bisschen tief, würde ich sagen, ne? Fuck, was habe ich für eine Waffe ausgerüstet? Oh, fuck. So, der ist schon mal hinüber. Oh Mann, Alter, ich bin echt gerade zu, weiß ich nicht, echt zu blöd für das Spiel gerade. Weil ich habe extra noch gesagt, oh ja, gucken wir mal nach oben. Komm, was hat? Fick dich. Ja, lass mich in Ruhe. Bam. Oh, ein T-Rex. Gut getroffen auf jeden Fall. Na, lass mich in Ruhe. Weil wir müssen... Oh, ist aber echt gut getroffen. Weil wir müssen ja nicht... Oh, alle. Holy shit, Kugelreste. Moment mal. Hey, du Sau. Alter, was? Der hält ein bisschen viel aus, ne? Wie viel hält denn der aus, Mann? Das gibt's ja gar nicht. Oh, fuck. So, immerhin ist die G18 ordentlich. So, und dir möchte ich gerne einen Kopfschuss verpassen, weil ich würde ganz gerne deine Weste haben. Okay, natürlich gibt er mir die nicht. Und ich hab das Dingens. Nee, hä? Sicherheitscode notwendig? Oh. Ach, Moment mal. Der Dino sieht so verdächtig aus. Der Dino sieht halt echt verdächtig aus. Komm ich da hoch? Weil hundertprozentig muss ich irgendwie nach... Wie gehst du da hoch? Da komme ich nicht hoch. Kommt der hier hoch? Da kommt er auch nicht hoch. Weil zurückgehen ist eigentlich Schwachsinn. Muss doch hier irgendwie hochkommen. Das gibt's doch gar nicht. Hundertprozentig muss ich auf den Dino rauf. Aber warum macht ihr das jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung. Fragen über Fragen. So vielleicht? Ne, komme ich überhaupt hoch? Also. No? Oder? Von vorne? Okay, nein. Komme ich auch nicht hoch. Da geht er auf jeden Fall weiter. Das heißt, ich brauche noch eine Sicherheitskarte. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich über den Dino hoch muss. Ach, lass mich in Ruhe. Alter, der muss doch schon tot sein. Achso, der hat nur eine Shotgun. Okay, das ist kein Problem. Problem ist halt, wir haben nicht mehr so viel Leben. Lauf, 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 lauf. Hinter der Deckung. Hinter der Deckung. Oh Mann, Alter. So. Typ Nummer 1. Ja, kriege ich natürlich nicht. Hundertprozentig hat der Schrotflinten-Dude die Dingens. Geh hoch da. Schnell, 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 komm, 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 komm. Der hat hundertprozentig die Dingens. Die Schlüsselkarte. Weil ich dachte, hey. Ja. Ich habe halt gedacht, hey, du kannst die ganzen Leute halt ignorieren. Weil die irgendwie gegen die zu fighten ist halt ein bisschen doof. So, zack. Weil es halt ein bisschen doof, weil unnötig. Oh, Checkpoint. Sehr schön. Immerhin noch ein bisschen kugelsichere Weste aufgenommen, ja, aber hey. Naja. Ich brauche aber weiter eine schöne Kugelweste. Kugelsichere Weste. Oh Mann. Ich sag ja, also, es war halt, naja, ist okay. Holy shit! Nein, falscher Dude. Komm, stirb doch einfach.
Dankeschön. Und er hat natürlich nichts für mich. So. Erstmal euch beiden. Okay, die stehen dahinter. Das heißt, ich kann mir dich vornehmen. Nein, falsch. Nein! Geht weg. Das heißt, ich muss da doch erstmal. Das heißt, ich gehe hier hin. Oh, und leg den Dude erstmal so um. So, zack. So, Kopfschuss. Und dann machen wir die beiden Dudes. Weil, kein Bock, dass die mir hier irgendwie